mache heute eine Käsesoße, die ideal ist zu Nachos. Dazu brauchen wir Milch, Sahne, dann Scheiben Schmelzkäse, Senf, Chili aus der Mühle und hellen Balsamico-Essig. Ich werde erst die Milch und die Sahne erwärmen, und zwar 5 Minuten 70 Grad auf Stufe 2. So, jetzt werde ich die restlichen Zutaten wie der Käse, Senf und Balsamico und Chili werde ich jetzt in den Mixtopf geben. Und dann nochmal 5 Minuten 70 Grad Stufe 2. So, die Soße ist jetzt fertig. So sieht die jetzt aus. Die werde ich jetzt in einer Schüssel geben und dann später zu den Nachos reichen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann Daumen hoch und abonnieren. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal.